Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja. Wir wollten jetzt noch oben ein bisschen weiter aufbauen. Haben wir noch? Ja, wir haben da noch Holz. Habe jetzt ein kleines Bäuchchen gemacht. Wusste jetzt nicht mehr, ob ich da noch Holz hatte oder nicht. Hippies haben wir auch nichts mehr. Aber auch krass, dass wir jetzt von über 600 auf jetzt knapp unter 600 gekommen sind von Stickies. Hier ist auch schwer möglich, hier Stickies jetzt so schnell 600 Stück aufzutreiben, wenn man nur 40 insgesamt jetzt mitschleppen kann. 20 so auf Tasche, geil, dass wieder regnet. Und 20 hier nochmal auf dem Boot. Ja, komm. Komm, spring hoch, ja. Schildkröte ist aber komplett weg, oder? Ne, doch. Da liegt sie. Und der Kopf müsste doch hier auch noch irgendwo rumliegen. Irgendwo. Den sehe ich nur nicht. Komm, wir wechseln mal die Musik. Komm, wir machen mal den hier. Haben wir auch ewig nicht mehr gehört. Wie ich mir stelle, ist die Musik eigentlich echte Musik, also von irgendwelchen Creatoren, die das hier vor 10, 15, 20 Jahren vielleicht mal gemacht hatten? Oder ist das extra für das Spiel komponiert? Das würde ich gerne mal wissen. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage schon mal gestellt hatte, aber würde mich schon interessieren. So, hier machen wir eben fertig. So. Den packen wir mal wieder da rein. Dann schauen wir mal, wie wir das hier hinkriegen mit dem eigenen Dach. Können wir nicht so einfach rüber. Doch, können wir. Komm. Und hier anfangen. Darüber. Komm. So. Und hier drauf, ja. Hier hin. Dann. Wo ab hier irgendwo? Da drauf. Da. Ah, komm. Noch nicht sein. Ach so, da haben wir nicht. Bin nicht drauf geklickt. Warum immer? So schaffen wir es nicht. Und dann hier. Dann können wir den so machen. Ja, perfekt. So reicht es mir vollkommen aus. Können wir den hier auch fertig machen? 80 Stück. Ach du Scheiße.
80 Baumstämme dafür. Aber egal, dann können wir den, den und den Teil und fertig machen. Das mit dem Baumstamm wird aber auch hier echt nicht weniger. Dickies haben wir eigentlich schon die maximale Grenze, was wir, glaube ich, brauchen. Baumstämme, da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber zum Glück können wir 49 Stück immer mit im Boot schleppen. Boah, der Wind. Wie kommt es, dass da nur 3 Baumstämme sind? Können wir noch nicht fertig machen. Scheiße. Den können wir fertig machen. Wir müssen hier erstmal den Dach fertig haben. Ah. Okay, dann machen wir erstmal das da. Hallo. Dann machen wir erstmal den hier. Den dürfen wir schon fertig machen. Genauso wie den da. Und dem hier noch nicht. Haben wir noch Baumstämme unten? Ja, wir haben noch 7. Hä, es hat doch gerade erst gestürmt. Jetzt kommen hier Gewitter. Jetzt gerade. Jetzt Regen so. Haben wir hier schon mal 7. Hier wird gerade Regen so. Dann können wir den da fertig machen. Hier brauchen wir nur zum Glück 34, keine 80. Und dann können wir schon mal den nächsten Abschnitt planen und aufbauen. Hier den Abschnitt haben wir ja schon fertig geplant. Hier ist auch soweit eigentlich fertig von der Planung her. Hier auch. Das heißt, den hier müssten wir jetzt als nächstes die Wände fertig machen. Dach drüber bauen und dann hier über. Hier die Überdachung machen. Dann hier die Überdachung. Den hier fertig macht. Hier die Überdachung. Hier fehlt noch die Überdachungsplanung. Nee, das. Dann schauen wir mal, wie wir das machen. Ich würde sagen, hier. Nice. Funktioniert. Hier auch nochmal. Gegenüber. So. Perfekt. Und hier, würde ich sagen. Ja, der verschwindet nicht. Nice. So. Und hier auch noch mal. Dann machen wir einen hier. Okay.
Gegenüber dann noch in der hier. Machen wir da einen. Na, komm. Ja, so wieder auch geht. Oder nicht. So geht nicht. So funktioniert. Okay. Dann machen wir hier noch mal einen. Oder? Ja, ich glaube, zu nah. Machen wir hier einen. Und hier. So, dann würde ich sagen, würde das eigentlich reichen. Würde dann so diese Posten hier reichen. Können wir ja runtergehen, beziehungsweise jetzt eben schnell noch was snacken und drüber gehen und dann noch mal Baumstämme und Stickies sammeln. Die sind auch schon soweit fertig. Dann wechseln wir mal eben auf die Axt. Ich sage auch schon mal sorry, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen zu viele Baufolgen sein werden. Aber ich bin gerade voll im Modus und will das Ding da auch fertig haben. Aber sobald wir das fertig haben, vielleicht auch zwischendurch, werden wir definitiv noch, noch mal in eine Höhle gehen oder so. Und auch die Story beenden. Werden wir auch noch, definitiv. Ich würde sagen, vermutlich 20, 30 Folgen wird dieses Let's Play noch haben. Dann wären wir auch schon durch. Oder zur nächsten Aufnahmesession werde ich mal so eine, wieder mal eine extra lange Baufolge machen. Wo wir dann das Ding einfach nur fertig machen. Vielleicht auch ein bisschen Deko und sowas machen. Und dann kümmern wir uns hauptsächlich nur noch dann um den Rest der Story hier. Nicht. Jetzt aber eher vorhabe, anstatt jetzt eher Holz zu sammeln, ein bisschen unseren Fleischvorrat da aufzufüllen. Ein paar Hasen und sonstiges Fleisch, hier Lurche und so weiter sammeln. Würde ich mal vielleicht eher, wo haben wir den Bogen da? Hier auch wechseln. Und uns mal den ein oder anderen Hasen oder Lurch sammeln. Erlegen. Oder ein Bambi, wenn wir ein Bambi gleich sehen. Das sind aber auch sehr, sehr viele gerade. Oh.
Und noch mehr? Knochen. Noch ein Vorrat auch nochmal aufstocken, ist auch geil. Gut, dass das nur die drei jetzt auf mich los abgesehen hatten, mich losgegangen sind. Und nicht die, der gesamte Trupp, der da hinten war. Ich weiß noch, einmal hatten wir ja so eine Folge gehabt, da ich alleine gegen 10 Mann hier am Kämpfen war. So, wir gehen da noch einmal kurz schwimmen. So, jetzt sind wir sauber. Dann gibt es hier gleich wieder Knochen. Schädel haben wir einen auf im Inventar, das ist gut. Ah, die drei können wir nicht einstecken. Was können wir aus Knochen alles bauen? Knochenrüstung, Knochenpfeile. Ah, warte. Knochenrüstung bauen. Eins. Ziehen den auch gleich schon an. Können wir die drei auch nochmal mitnehmen. Dann würde ich sagen, nehmen wir die hier auch noch. Stattdessen eher die Schildkröten mit. Hat ein Bambi. Ja, so geht's auch. So geht's auch. Und dann suchen wir uns jetzt eben ganz schnell ein, zwei Karnickel. Die Ureinwohner kommen jetzt nicht nochmal. Ist hier irgendwas wieder nachgespawnt auf den Dingern? Von den Koffern? Komm schon. Warte. Ja, den haben wir jetzt. So. Wo liegen unsere Pfeile? Rest davon auf jeden Fall. Noch einer. Ach komm schon. Geht denn jetzt nicht mehr? Komm. Sein. Ja! 1 Million Pfeile verbraten. So, dann gehen wir jetzt mal lieber wieder zurück. Ist schon dunkel. Ich glaube, noch einen Hasen werden wir um diese Zeit nicht mehr finden.
können wir gleich auch schon wieder pennen. Und dann wachsen endlich mal wieder Bäume nach. Weil die letzte Nacht konnten wir jetzt nicht pennen gehen. Oder Leute, ich habe folgende Idee. Ich mache jetzt einfach in die nächste Folge so eine extra lange, wo wir halt hauptsächlich nur ums Bauen kümmern. Dass wir dann die Folge danach uns wieder um die Höhlen und so weiter kümmern können. Und um die Story. Dann wird dann die nächste Folge vielleicht Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht dauern. Also drei Stunden glaube ich wohl eher weniger, aber dann so eine bis zwei Stunden irgendwo dazwischen. Vielleicht werden es auch zwei Folgen draus, so die ein bisschen länger sind. Aber dass wir das Ding dann zumindest fertig haben. Dass ich dann vielleicht ein, zwei Stunden so ein bis zwei Folgen so mache. Und dass wir das fertig haben. Dass wir uns danach direkt um die Story kümmern, um die Höhlen. Dass wir das Ding da fertig haben. Ich glaube, ich mache das dann. Wird zwar jetzt keine Special-Folge, so wie ich bei Folge 50 das mal gemacht hatte. Und auch so den einen oder anderen, so zwischen den Folgen, so zwischen den Folgen gemacht hatte. Dass wir dann auch hauptsächlich dann jetzt einfach mal eine oder zwei längere Folgen haben. Die dann sich jetzt hauptsächlich eher um das Bauern kümmern. So. Hase. Fleisch. Den hier haben wir jetzt voll. Nice. Jetzt hier weiter. Warte mal. Hier machen wir hauptsächlich so Hase. Okay, Hase soll hier hin. So. Und hier kommt dann das normale Fleisch. Hier kommt dann Hase. Hier dann. Ja, hier kann dann Lurchen. Was gibt es noch für Fleisch? Weiß ich jetzt nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, was es noch hier für Fleischarten gibt, aber dass wir das dann irgendwie ein bisschen so sortieren. Ja, es gibt noch hier Hirsch, Krokodil, vielleicht noch genau, Wildschwein gibt es auch, Waschbär und so weiter. Aber ja, im Grunde sind hier Hirsche, Rehe, Schildkröten und so. So eine Art Fleisch. Hasen das. Lurche hier. Ah ja, und Fisch können wir dann hier hinhängen. Als Beispiel, dass es vier Arten von Nahrungsmittel gibt. Einmal noch was trinken. Trinken habe ich gesagt. So, und dann können wir hier die Knochen schon mal packen. Rein. Dann können wir mal schauen, vielleicht haben wir hier noch irgendwo was, wo Lampen benötigt werden. Braucht werden. Hier haben wir Lampen. Hier haben wir auch schon Lampen. Hier haben wir schon Lampen. Hier haben wir noch keine Lampen. Können wir hier noch mal vier Stück hinpacken, wenn wir die jetzt finden. Da, Deckenschädellampe. Wir hier einen hin. Den. So.
mal der erste, dann kommt hier noch einer hin. Oh. Ja. Geht auch. Dass er Teil von der Wand wurde. Hat aber was. Hat etwas Geiles an sich. Würde er mehr sowas in der Richtung bauen wollen? Statt so. Kann ich hier nochmal sowas machen in der Richtung? Ne. Glaube nicht. Hier. Passt. Und dann wollen wir hier noch mal eine machen. Oh, wie weit geht das? Ja, nur noch Seile. Haben wir hier schon? Hier ist auch noch nichts. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann etwas längere Folge machen, so um das hier fertig zu bauen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!